Hallo und willkommen zurück zu Potioncraft. Ein neuer Tag, neue Kundschaft für uns. Wir versuchen immer noch Geld zusammenzusparen für die Alchemiemaschine. Hallo, ich bin Obsthändler und muss oft Waren über weite Strecken transportieren. Manche Obstarten neigen dazu, auf der Straße durch die Hitze zu verderben. Mein Freund hat mir gesagt, dass ich den Boden meines Wagens mit einem Frosttrank bestreichen soll, damit die Früchte tagelang frisch bleiben. Hast du auch so einen Trank? Haben wir. Falls ich die Zutaten habe, heißt es. Ach so, ich war gar nicht im Garten, ne? Starker Frosttrank. Ugh. Ich habe die Zutaten nicht. Ich komme sofort wieder. Sofort wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Das war es dann wohl. Ich hoffe, das reicht für den Frosttrank. Also, hier muss ich gar nicht hin. Ja, reicht gerade so. Ja, ist perfekt, finde ich auch. Grüße. Unsere Einheit macht sich bereit, um morgen ein Räuberlager anzugreifen. Wir wollen ihn nachts auflauern, wenn ihr Anführer dort ist. Wir brauchen etwas, das die Gegend beleuchtet und die Banditen blendet, damit wir sie überrumpeln können. Lichttrank. Gestern habe ich draußen einen streunenden Welpen gefunden. Als ich ihn nach Hause brachte, sah ich, dass sein Hinterlauf verletzt ist. Hast du eine Heilsalbe oder Medizin für mein Haustier? Ah, es gibt neue Kräuter, das ist sehr gut. Hi, sollen wir handeln? Ich denke, du wirst einige meiner Kräuter mögen. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich Kräuter in meinem Garten züchten kann? Weißt du denn nicht, warum in deinem Garten alles so schnell wächst? Das liegt an dem verzauberten Baum. Solche Bäume sind eine echte Rarität. Praktisch jede Pflanze kann neben dem verzauberten Baum wachsen. Sogar solche, die normalerweise unter ganz anderen Bedingungen gedeihen. Okay, aber düngen oder so kann ich denn wohl nicht. Dann zeig mir doch mal deine Waren. Alles so neumodisches Zeug hier. Es geht nach rechts. Oder geht es nach links? Ne, es geht nach links. Genau, jetzt muss ich mal erstmal gucken, was haben wir. Nach links bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet. Hier haben wir so quer im Kreis, um Sachen einzusammeln. Das mag ich auch nicht so besonders gerne. Da habe ich noch 6 Stück von. Habe ich von diesen Sachen überhaupt welche? Habe ich eher nicht. Ja, und die normalpreisigen will ich gar nicht kaufen. Also ich nehme mal dreimal Lavawurz. Oder viermal. Und dann. Nur falls wir irgendwie ein Rezept haben, also wo wir irgendwas ausprobieren wollen, wo das Kraut hier gerade besonders nützlich ist. Weil mit diesem Ding können wir halt weit nach links gehen und dabei aber entweder nach unten oder nach oben ein bisschen abweichen. Das ist halt, kann ganz praktisch sein, um noch genau die Höhe zu treffen. So, für 49. Alchemist, ich brauche einen Heiltrank. Ich habe gestern einen Dieb gejagt. Als ich versucht habe, ihn zu packen, hat er mich mit einem Dolch an der Hüfte getroffen. Es ist keine tödliche Wunde, aber ich humple jetzt ein wenig.
Ich muss mich schnell erholen und wieder an die Arbeit gehen, um die Stadt zu beschützen. Seid gegrüßt. Heute brauche ich Säure. Lass mich nicht hängen. Das ist Verbrecher, oder? Wenn er schon so komisch kommt. Nee, machen wir nicht. Ja. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Der hiesige Schankwirt hat mich gebeten, ein spezielles Bier für besonders rabiate Gäste zu erfinden. Sie trinken zu viel und belästigen andere Gäste. Der Wirt möchte Ihnen eine Art Beruhigungstrank aufs Haus geben können. Irgendwelche Ideen? Beruhigung. Soll ich das sagen? Vielleicht sollte man keine Säufer in die Taverne lassen. Ja, womit verdienen die denn ihr Geld? Also schon mit Säufern. Also. Nee, das spreche ich nicht an, das Thema. Habe ich sowas? Achso, Schlaf. Ja genau, das ist die Einpennen. Ja, es geht nur leider nicht. Soll ich dafür 5-mal Wasserkraut brauchen? Ich habe nur noch 2-mal Wasserkraut. Ah. Da muss ich mal eben selber sehen, dass ich... Oh, und Schlaf ist so weit weg. Wie weit, womit komme ich überhaupt noch nach rechts? Also, nehmen wir da links. Damit. Also, ich fürchte, das sieht momentan echt schlecht aus. Obwohl doch mit dem Sumpferich. Das würde wohl gehen. Ach ja, und damit auch. Davon habe ich ja 20 und die waren auch billig, wenn ich so viel davon gekauft habe. Dann machen wir das mal so rum. So. Mal umrühren. Geht noch ein Sumpferich oder? Ja. Danach muss ich mir was anderes überlegen. Jetzt kommen wir in den Knochenbereich. Ach cool, mit 2-mal Sumpferich können wir auch schon mal einen mittelstarken Heiltrank machen. Warte mal. Achso, das geht nach links. Ja, sorry. Das geht auch nach links. Das ist jetzt ein bisschen doof. Achso, ja, genau. Jetzt gehe ich hier schräg nach rechts wieder hoch. Das ist schon okay. Jetzt haben wir wieder sumpferig. Oder ich könnte auch da noch mal gucken, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Also ja, genau, hier ist ja auch ein Strich. Brauche ich also nicht gucken. Ich weiß schon, dass da noch was ist. Ne, also nicht vom Thema ablenken lassen. So, nu
dem wieder hoch. Das ist gar nicht so gut. Ich könnte jetzt den nehmen, das ist auch nicht so super. Ja, ich könnte mit... Ja, davon habe ich auch nur noch eins, fällt mir auf. Sonst hätte ich da hinter dem Kreuz noch den Bogen nach oben nehmen können, da aufhören und dann mit Wasser nachgießen. Ne, dann gehe ich sonst nochmal mit dem hier hoch. Und danach nochmal mit dem runter. Dann geht, da geht es noch ein bisschen nach rechts. Da geht es ein Stückchen nach rechts und runter. Und mit dem hier. Ein bisschen zerstoßen. So. Oder noch ein bisschen mehr zerstoßen. Ich kann da mit destilliertem Wasser dann noch nachhelfen. So. So. Und mit destilliertem Wasser wäre es ja am besten, wenn meine Haarlinie, die ich da von meinem Trank, die in die Mitte geht, wenn die dann auf der anderen Haarlinie landet, die zum Schlaftrank geht. Das heißt so, so. So, so, so. So, jetzt sind die Linien übereinander, würde ich mal sagen. Und jetzt müsste er genau in der Richtung destillierten Wasser arbeiten. Ansonsten kann ich gleich noch ein bisschen nachrühren, wenn er ein bisschen nach unten muss. So, passt. Also Rezept speichern wäre natürlich wieder auch eine super Sache, aber ich habe ja keine Plätze. Obwohl, nee, so in der Form würde ich das ja auch nicht wieder machen, glaube ich. Dafür muss jetzt aber einige springen lassen. 80, ja. Also auf 104 kann ich kommen. Links oben steht ja plus 24, ist möglich. Ah Mist, nicht aufgepasst. So. Die Person, um die ich mich, sagen wir mal, kümmern muss, geht oft ins Badehaus. Der Dampf ist angeblich gut für die Gesundheit. Kannst du dem Eimer Wasser etwas beimischen, das den Dampf etwas weniger gesund macht? Nein, ich habe hier keine Gifttränke für dich. Das war's schon, okay. Ja, für Forschung und so ist jetzt keine, haben wir keine Zutaten. Das heißt, am besten direkt den Tag beenden. Und morgen weitermachen. Oh ja, Wasserblüten, sehr gut. 8 Stück. Tja, mehr ist hier dann wohl nicht. Hallo? Na, ist es nicht an der Zeit, dein Rezeptbuch um ein paar Seiten zu erweitern? Ich habe zufällig ein paar Dutzend Blätter verzaubertes Papier bei mir. Woher bekommst du eigentlich das verzauberte Papier?
Oh, ich kenne zufällig viele Magier und Zauberkundige. Ich kaufe in großen Mengen, verwende einiges davon selbst und verkaufe den Rest mit einem kleinen Aufschlag. Ich mache das nicht des Geldes wegen, sondern um gute Beziehungen zu anderen Alchemisten zu pflegen. Also, möchtest du ein paar kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ach, Maschine ist billiger geworden, 1500. Und das ist auch gerade eine große Rabattaktion hier. Weißt du was, ich kaufe das gesamte Papier. Weil ich finde, das Schlimmste ist immer, wenn man erfolgreich ein Rezept erstellt hat, was man noch später unbedingt wieder auch so genauso machen möchte, was aber kompliziert war. Und dann hat man keine Rezeptseite, um es abzuspeichern, dann muss man den ganzen Kram später nochmal machen und wieder genauso frickelig da lang gehen. Nee, dann lieber schön viele Rezepte. Und danach habe ich dann auch erstmal Ruhe. Und jetzt ist gerade Rabattaktion. Also den Sale muss man noch mitnehmen. Also komm, 900. Falschen müssen wir. Minus 270 wäre gut. Das sind 630. Da wäre es gewesen. Wunderbar. Hallo, ein Baumstamm ist auf einen Holzfäller im Sägewerk gefallen. Er ist am Leben, aber sein Bein sieht ganz und gar nicht gut aus. Hast du etwas, das ihm bei der Heilung hilft? Guten Tag. Der Besitzer der nahegelegenen Taverne schickt mich. Er braucht einen Trank, der Wasser in Eis verwandeln kann. Eis aus den Bergen zu kaufen ist sehr teuer, aber unsere Gäste lieben kaltes Bier und Ale. Wenn du uns hilfst, spendieren wir dir ein frisch gezapftes Bier, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Ja, um in die Kneipe zu gehen, habe ich überhaupt keine Zeit für. Ich muss hier Tränke brauen. Aber trotzdem, ein schöner Frosttrank. Bitteschön. Ich habe Beeren in meinem Garten gepflanzt. Jetzt kann ich es nicht erwarten, dass sie wachsen und Früchte tragen. Hast du etwas, das dabei hilft, dass sie schneller wachsen? Theoretisch schon. Aber, ach doch, das ist das hier mit dem Dünger, ne? Ja. Hallo, willst du ein bisschen handeln? Man kann nie zu viele Pilze haben. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade Pilze sammelst? Ich entspanne mich. Ich sitze in meiner Waldhütte, trinke Pilztee und schreibe an meinen Memoiren. Manchmal gehe ich spazieren und füttere die Eichhörnchen. Zeig mir deine Waren. Okay. Ja, mal Bestand kontrollieren. Davon habe ich noch 16. Die blauen habe ich relativ viel ausgegeben. Und die hier habe ich noch gar nicht. Doch, warte, brauner Pilz. Ach, geht direkt nach unten. Geht sehr gut nach unten. Aber gerade nach unten habe ich natürlich jetzt sehr viel Terraria. Der macht einen breiteren Bogen. Ich habe jetzt auch nicht so rasend viel Geld. Ich nehme mal 4 Stück davon mit und dann nehmen wir noch ein paar
Hexenpilz, war das der? Ja. Na, davon müsste ich auch 10 Stück nochmal nehmen. 267 und das hier ist... Oh mein Gott! Über Umwege auch gerade nach unten. Ja. Ne, anderen brauche ich nicht unbedingt, aber so ist das jetzt erstmal okay. Also falsch wieder. Mein Mann hat mich vor kurzem für eine andere Frau verlassen. Ich habe schließlich ihr lauschiges Liebesnest gefunden. Ich kann nicht zulassen, dass er mit einer anderen glücklich wird. Ich will, dass er das Feuer meiner Eifersucht spürt. Ich will, dass ihr Zuhause und ihre Gefühle in Flammen aufgehen. Ja, Eifersucht ist Marterpfahl, aber es bringt ja nichts, wenn du dein Leid jetzt an anderen Leuten auslässt. Sei dir sicher, er wird schon auch so genug leiden. Das mit der anderen wird denn ja auch nicht lange halten. Du solltest dich lieber auf deine Zukunft konzentrieren. Alchemist, ich brauche einen Trank, der mir Kraft gibt und mich in einen Kampfrausch versetzt, damit ich wie 10 Männer kämpfen kann. Hast du sowas? Nee, aber ich glaube, du meinst so einen Berserkertrank, ne? Der ist hier. Berserkertrank. Okay. Wo würde der sein? In welche Richtung? Oder machen wir es anders? Ich habe nicht so viel. Ach doch, warte mal. Also ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Aber hier ist eher so einschläfernd. Also hier ist ja Frost und Schlaf. Das heißt, der Berserker wäre entweder nach links oder vielleicht nach oben. Nach unten ist Wachstum, Spinne und Schutz und so weiter. Also weil Schutz unten ist, könnte Kraft oben sein. Oder links. Wir könnten jetzt die Gelegenheit nutzen, den linken Bereich hier mal zu erforschen. Da haben wir einmal den. Ich will jetzt natürlich auch nur Sachen nehmen, die ich oft habe. Das nicht. Ah ja, der war noch so anders nach links, genau. Nee, aber ich muss jetzt hier vor allen Dingen Feuerglöckchen nehmen. Schauen wir mal. So. Zweites Mal. Und dann wäre es ganz gut, wenn wir noch ein bisschen schräg nach oben gehen könnten, damit ich das grüne Buch noch mitkriege. Aber das wird wohl nicht so einfach. Also doch darüber, genau. Können wir einmal das Schwefelregal benutzen. Wobei das auch wieder riskant ist. Bin ich sehr nah an den Totenschädeln, kann sein, dass der Trank kaputt geht. Ich verzichte dann auf das grüne Buch. So, gehen wir erstmal bis da. Und ab da schauen wir mal weiter. So, jetzt müssten wir im Bogen da mal... Ja, das ist ein doofer Bogen. Im Prinzip ist er gut. Ich muss dann gleich noch ein bisschen destilliertes Wasser einsetzen. Dann funktioniert das.
Lass ich mal hier reinpacken. Na, ist auch viel zu dicht. So. Immer noch zu dicht. Nee. Auch das ist mir noch zu riskant, Leute. Das ist... Ein Stückchen weiter. Ich bin vorsichtig. Nein, zerstoßen. Auf jeden Fall zerstoßen. So. Ja, da dotzen wir schon an. Habt ihr gesehen? 60% unserer Flasche sind so schon kaputt gegangen. Wäre ich nicht weiter nach rechts gegangen, dann wäre das gescheitert, das Rezept. So, ich habe hier links aber nichts. Wie machen wir das? Ich denke, die Zutaten, die ich am häufigsten habe, dass ich die dann erstmal nehme. Ich könnte auch so... Na, na, oben, das ist auch schwierig. Wir gehen mal so und gucken an. Ich kann ja mit destilliertem Wasser immer wieder zurück. Boah, und da ist immer noch keine Flasche zu sehen. Uiuiui. Also gut, dann versuche ich jetzt mal hier unten lang zu gehen. Ja, den könnte ich so halb benutzen, ohne den zu zerstoßen. Oder ja, das müsste passen. Oder... Den könnte ich auch nur halb benutzen. Oder ich gehe mit dem Terraria, was ich ganz oft habe, einfach mal runter. Damit kann ich am meisten abdecken. Jetzt ein bisschen Karte aufdecken hier. Ich könnte mir vorstellen, wenn man hier auf so einem Strudel ist, wenn man dann was reingibt von diesen Dingern, dass also diese Spirale auf den Strudel hindeutet. Ja. So, und hier habe ich immer noch nichts. Also, weiter nach links. Wow. Ich gehe nochmal nach links. Okay, ein Level Up. Der uns, glaube ich... Ah, da haben wir einen Trank zumindest. Level Up wird uns, glaube ich, noch nichts nützen. Dann brauchen wir nochmal zwei Punkte. Wir haben nur einen Talentpunkt. Ein Level Up warten. So, und hier bin ich fast... Richtig, wenn ich jetzt nur noch Terraria einsetze. Oder es gab doch was mit so einer Bogenlampe. Das würde auch gehen, aber... Ja, Terraria wächst bei mir im Garten. Nehmen wir den. Uiuiui. Ja. Auch da Terraria wieder.
ohne es zu zerstoßen. Und dann destilliertes Wasser. Jetzt wieder auf die Linien achten. Ja, so sind die Linien übereinander. Das nützt mir nur nichts, weil ich jetzt kein destilliertes Wasser einsetzen darf. So. Boah. Warte, oder? Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. So. Jetzt destilliertes Wasser, das könnte genau passen. Oder bin ich ein bisschen zu tief? Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es geht gut. Ja, es geht gut so. Ein starker Libido-Trank. Ich wollte doch einen Berserker-Trank haben. Ach Mensch. Trotzdem Rezept speichern, obwohl werde ich den jemals brauchen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann jetzt ja erstmal speichern, ich kann ja später wieder löschen. Also zumindest bringt 200 Erfahrungspunkte. Aber es hat mich nicht weitergebracht. Das heißt hier in dem Bereich, da sind wir relativ, also hier sind wir schon bei 200 also Erfahrungspunkte, beziehungsweise wir sind hier schon im nächsten Kapitel, ne? Da sind wir bei Libido verlangsamen Steinhaut. Da können wir ungefähr die Entfernung abschätzen. Das heißt Steinhaut, Libido, obwohl Steinhaut ist auch, ist eigentlich recht dicht dran. Aber ich würde sonst hier nochmal gucken. Noch habe ich ja Zeug. Das heißt... Oder warte. Mal eben gucken. Da rechts haben wir alles, ja. Na, da oben, da ist auch schwer hinzukommen. Also hier ist eigentlich noch dichter. Okay. Machen wir. Ja. Dann nach links. Ups, erstmal rein. So. Nochmal nach links. Mal nach links könnte schon blöd sein und nach unten könnte auch blöd sein. Kann ich nach links unten? Ja, mit dem Dryadensattel wird es gehen. Ich darf nur nicht bis zu Ende mörsern. Der Blutdorn wäre auch nicht schlecht. Auch da darf ich natürlich nicht bis zu Ende mörsern. Nehmen wir den Blutdorn. Könnte noch. Na, ist die Frage. Nee, ich bleib bei der unteren Ecke, komm. So, und jetzt ordentlich rühren. Hoffentlich komme ich da nicht an die Knochen ran. Naja.
So, jetzt sieht es hier eher blöd aus. Hier könnte was sein, da könnte was sein. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten. Weil ich relativ gut gerade nach unten komme, meine ich. Links gehe. Das ist alles blöd, ne? Achso, genau mit dem Ding komme ich. Komm, ich gehe erstmal nach unten. Und ich werde aber nicht bis zu Ende mörsern. Sondern nur bis. Da ungefähr. Da habe ich ein bisschen Sicherheitsabstand von den Knochen. So, und warte, da sehe ich aber eine Linie. Die geht hier runter. Also wir müssen jetzt hier hin. Ja. Entweder gerade runter. Das ist relativ sicher, ja. Würde ich machen. So. Ja, bisschen geschrammt die Knochen. Und jetzt nochmal nach unten, aber ah, das ist schlecht. Nach links. Ist auch doof. Ich will nach links unten. Halt hier alles ein bisschen eng. Das ist gut. Die haarige Banane. Oh Gott. So, bis da. Ich gehe so weit es geht ungefähr. Ich muss gleich vielleicht noch ein bisschen mit destilliertem Wasser arbeiten. Aber so bis hier sollte es passen. So. Passt doch, oder? So, und hier ist an die Grenze. So, jetzt mit dem Ding komme ich wunderbar runter. Ich komme nur nicht weit genug gleich. Muss ich gleich noch einen Tick nach links gehen. Schade. So. Ja. Tick nach links mit ihm hier. Er geht schräg nach oben. Ich hoffe, das passt. Komm. Sei nicht fies. Oh, zum Glück. So. Was haben wir hier? Ein starker Säuretrank. Immerhin was, was wir für den Pfad des Alchemisten brauchen, nur was dem Kunden gerade nicht hilft. Also speichern, fertigstellen. Und Säure hätte ich auch eher in Richtung Wasser noch vermutet. Tja, was bleibt? Also wenn ich hier mal so einen Zirkel reinstecke.
abdecke und dann hier so einen Umkreis mache, würde ich sagen, hier ist halt noch eine Chance. Oder ich muss jetzt hier durch. Wir haben noch Pflanzen. Ich gehe jetzt nochmal den Weg hier lang. Da sind auch noch schöne viele Bücher. So, jetzt muss man nach links oben. Ich könnte sonst auch einmal so noch nach oben gehen, das würde auch gehen. Wenn ich gleich nur nach links gehen kann. Ah, das ist blöd da. Na gut, dann gehen wir einmal nach oben. Mörsern bis da. Jetzt nach links. Wieder nach oben und da wird es dann sehr eng, wenn ich keinen Trank habe, kein Kraut habe, was nach links oben geht. Das ist halt ein bisschen blöd. Zumindest sehen wir da schon eine Linie. Wir sehen auch das Fragezeichen jetzt mittlerweile. Ja gut, gehen wir hier. Gehen aber nur bis zur Spitze hoch. Bis da oder ein kleines Stückchen weiter. Dann sind wir ein bisschen links von dem Fragezeichen. Wenn ich dann gerade hochgehe mit dem Windkraut, dann kann ich mit destilliertem Wasser später nachjustieren. Schon 7 Kräuter verwendet jetzt für diesen Trank. Aber das ist auch schon zu weit eigentlich. Kriege ich ein Problem. Ich darf nicht so weit mörsern. War jetzt eigentlich schon einen Tick zu weit gemörsert, aber ist egal. Kriegen das hin. Brauchen wir nochmal einmal den. Den mörse ich auch, sicherheitshalber. Ich will den Weg da gar nicht komplett gehen. Aber wir schauen mal. So. Jetzt rühren und jetzt gleich wieder darauf achten, wann die Linien sich schneiden. Also wenn sie sich überschneiden. Zack, da. Ja, dann muss ich noch höher. Hilft nichts. Aber es ist schon auf 3. Ich brauche kein Wasser mehr. Gut. Wunderbar. Ansonsten wäre jetzt nach links gegangen, dann hätte ich und noch ein bisschen höher. Dann hätte ich halt da dann destilliertes Wasser einsetzen können. Sobald er nach links geht, rutscht unsere Linie wieder unter die andere. Aber dann gehen wir wieder nach oben, dass sich die Linien wieder überlagern und dann kann man wieder destilliertes Wasser geben und es ist gut. So, Berserkertrank, bitte.
Jawohl, endlich. Rezept speichern. Trank fertigstellen. Oh, und wir haben Level Up. Das heißt, nochmal im Handel 5% sparen, würde ich sagen. So. Sorry, dass du jetzt hier gerade 3 Stunden auf deinen Trank gewartet hast. Dafür ist er auch ganz frisch. 182 bietet er dafür. Das hat ja auch, weiß nicht, 10 Kräuter oder so gekostet. Feilschen. So, 236. Meine Kinder können einfach nachts nicht schlafen. Sie haben ständig Angst vor Monstern, vor dem Fenster oder unter dem Bett. Es spielt keine Rolle, wie sehr ich versuche, sie zu beruhigen. Hast du einen Schlaftrunk für die Kleinen? Also es ist eine ganz schlechte Idee, seinen Kindern Schlafmittel zu geben. Das kann ich nicht gutheißen. Ich mache das nur aus einem bestimmten Grund. Und das ist, weil ich damit gutes Geld verdiene. Achso, das ist noch der Zweierschlaftraum. Ja, ist egal. Oh, muss ich nochmal nach rechts. Dein Laden ist beliebter geworden. Neue Beliebtheitsstufe 6. Örtlicher Alchemist. Geht es dir gut, Alchemist? Hat dich keiner mit einem Fluch belegt? Ich bin heute ziemlich müde. Selbst das Lachen ist eine Last. Du verstehst, Zauberei ist harte Arbeit. Hast du zufällig einen Trank, der Mana auffüllt? Theoretisch schon. Ich hoffe, ich habe die Zutaten. Das ist immer dieses Wasserkraut, also was jetzt nach rechts geht. Das geht so einfach nicht. Habe ich nicht. Mir fehlt zweimal Wasserkraut. Soll ich für dich jetzt extra was brauen? Schauen wir mal. Mana ist nicht so weit weg. Und nach rechts oben hatte ich, glaube ich, Zutaten. Achso, hier der zum Beispiel. Genau. Der Hexenpilz, das passt ja. Ich vermute mal, zweimal Hexenpilz, voll gemörsert, ist genau zum Mana-Trank. Dann würde ich das Rezept vielleicht sogar überschreiben. Na, es passt nicht ganz. Aber vielleicht mit destilliertem Wasser. Müssen wir da mal gucken. So, den voll. So gut, und jetzt, wenn sich die Linien wieder überlappen, was jetzt ungefähr wäre, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen verschätzt, aber das macht nichts. Ich kann gleich noch ein bisschen höher gehen. Rühren. Rühren. Eieiei. Wasser. So, ein Dreiertrank. Dann würde ich sagen, hier haben wir nur 2 Pilze für benutzt. Die Hexenpilze sind auch nicht so teuer. Dann werde ich das Rezept mal überschreiben. Dann sagen wir
Oder ich mache das mit beiden Rezepten. Wir haben jetzt erstmal genug Seiten. Genau, erstmal fertigstellen. Speichern. Fertigstellen. Wer könnte mich eigentlich mit einem Fluch belegen? Da gibt es viele. Ich bin nicht die einzige Zauberin in dieser Gegend und sicherlich nicht die furchterregendste. Verlass dich drauf. So, haben wir ein bisschen Geld verdient und das Wichtigste ist, wir haben ein bisschen was erforscht. Drei unterschiedliche Effekte haben wir noch, einen Trank und den Schutzzaubertrank. Okay. Hier bin ich gewesen, ja. Gehen wir nochmal ins Bett. Ab Kristalle. Selten, teuer, du kaufst. Sag mal, ist es nicht schwer für dich, das alles zu tragen? Nein. Ja, zeig mal, ich glaube aber nicht, dass ich Kristalle kaufen werde. Obwohl, das ist günstig für 42. Ich nehme den mal. Ich muss jetzt schon mal Vorräte anlegen. Irgendwann werden wir diese Kristalle bestimmt brauchen. Und wenn jetzt gerade sowas im Angebot ist, dann lege ich mir das schon mal zurück. Hallo, ich wollte deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe mit den Jungs gewettet, dass ich diesen einen Fisch fangen kann. Ich könnte es auch, aber es wird wehtun. Es kann einem die Rute aus den Händen reißen oder sogar einen Angler direkt ins Wasser ziehen. Ohne einen deiner Tränke werde ich es nicht schaffen. Okay, jetzt müssen wir schon überlegen, was er braucht. Also ich würde sagen, auch Stärke. Ich frage ihn trotzdem mal, was willst du denn genau für einen Trank haben? Nun, zum Beispiel einen Trank, der mich stärker macht. Dann kriege ich die Fische auf jeden Fall. Oder vielleicht könnte ich sie mit einer Art einschläferndem Köder füttern. Oder ist einfacher. Genau, dann so ein Schlaftrank. Da wäre natürlich ein Kombo-Trank am besten aus Schlaf und Stärke wahrscheinlich. Aber das ist mir viel zu aufwendig, wenn man sich das hier auf der Karte mal anguckt. Da haben wir Schlaf. Und Berserkerkram hatten wir hier. Ne, also dann machen wir einen obwohl Schlaftrank. Ah, ich habe da wieder die Kräuter nicht für, ne, oder? Das war gerade früher Morgen. Kann sein, dass es passt. Nö. 5 von dem Wasserkraut brauche ich. Wenn ich den nehme, das ist besser. Machen wir mal einen Berserker-Trank. Ich hoffe, er will den auch haben. Hervorragend, dieser Trank ist perfekt. Und er bringt auch 182. Ein Schlaftrank hätte nicht so viel gebracht. Aber hier stecken eben auch 9 Kräuter drin. Ich habe ihn gefunden. Den Banditen, der meine Kumpels getötet hat.
Er ist riesig und von Kopf bis Fuß in eine Rüstung gehüllt, die kein Schwert durchdringen kann. Aber ich brauche kein Schwert. Ich werde einen Pfeil in Gift tauchen und ihn direkt durch sein Visier schießen. Sein Tod wird langsam und schmerzhaft sein. Ja, okay, es ist ein Bandit. Rachefeldzug, also in dem Fall würde ich ihm jetzt auch mal einen Gifttrank zukommen lassen. Wo ich jetzt hier nichts mehr abgespeichert habe. Den habe ich irgendwann mal gelöscht. Dafür. Ach so, das ist hier noch. Ah, das sind noch meine Seiten. Ach so, genau, das sind quasi so. So eine Art Post-its, die wir da drin haben. Alles klar. Nee, machen wir nochmal einen schönen Gifttrank. Gucken wir mal, ob wir da jetzt was Besseres haben. Nach links unten. Genau, damit könnte man nach links unten gehen und dann mit der Feuerblume nochmal weiter nach links. Das könnte passen. Damit komme ich auf jeden Fall weiter nach unten als mit dem Terraria, oder? Es tut sich nichts. Och. Vielleicht erwischen wir damit das grüne Buch. Ich glaube es nicht, aber testen es mal. Ja, doch, hat sich gelohnt, sehr schön. So, jetzt mit dem Feuerglöckchen nach links, dann müssen wir zweimal nach links. So. Damit haben wir nun einen Einser. Ich weiß nicht, ob wir damit hinkommen. Vorsichtig rühren. Ich hoffe, es funktioniert nicht. Ich sehe es jetzt ja schon. Ugh. Ja, dann muss ich hier nochmal lang. Dann müssen wir nochmal mit Terraria einmal runter. So, jetzt wieder auf die Linien achten. Das ist schlecht zu sehen. Jetzt hier auf den Pfeil vielleicht achten. Sieht ganz vernünftig aus, ansonsten kann ich ja nochmal weiter rühren. Oh, das war zu viel. Scheiße. Hoffentlich passt das noch. Ja, sehr gut. Starker Vergiftungstrank, Rezept speichern, fertigstellen. Ja, brachte keinen negativen Ruf, keinen guten Ruf. Okay. Brachte aber Geld. Meine Äpfelbäume haben dieses Jahr wenige Äpfel getragen. Was soll ich denn jetzt auf dem Markt verkaufen? Hast du einen Zaubertrank, der für eine bessere Apfelernte sorgt? Ja, vielleicht so ein Wachstumstrank. Manche nennen es auch Dünger.
Den brauche ich nicht. Okay. Was willst du denn dann? Licht? Wäre eine Option. Wenn ich jetzt noch was Falsches anbiete, dann geht sie. Libido-Trank. Säure. Warte mal, gibt es hier noch was? Schutzzauber. Verstehe noch nicht. Zaubertrank, der für eine bessere Apfelernte sucht. Also hüpfen wird es wohl nicht sein. Heiltrank, sonst hat es. Ich meine, den kann ich nochmal brauen. Der schadet nichts, wenn wir den auf Lager liegen haben. Ansonsten wüsste ich nicht, was da helfen sollte. Den nochmal. Und jetzt wird sie gehen. Sorry. Hi, ich habe dir ein paar Kräuter mitgebracht. Brauchst du welche? Welche? Warum verkaufst du eigentlich immer unterschiedliche Kräuter? Ja, ich sammle nicht jeden Tag dieselben Kräuter. Ich kenne viele gute Stellen, aber sie liegen weit auseinander. Ich muss mir etwas Zeit lassen, damit eine neue Ernte heranwachsen kann. Dann zeig doch mal deine Ware. Oh, und die hat Wasserblüten. Ganz viele. Ja, auch da muss ich mir jetzt erstmal Nachschub organisieren. Also es dauert noch, bis wir Geld für die Maschine haben. Also da müssen wir 20 Stück. So, 25. Dann die Luftdinger werden mir auch schon zu wenig langsam. Oh, nochmal 5. Oder sagen wir 10. Den brauche ich ja nicht ganz so viele. Die sind ja alle auch nicht im Angebot. Dann haben wir klobige Rübe. Aha. Ich nehme mal 2, weil wir die noch nicht hatten. Vielleicht gibt es eine Situation, wo gerade dieser Weg mir hilft, irgendwelche Knochen zu umschiffen. Wenn ich schräg nach rechts oben muss oder so. Ja, man weiß nicht. Oder Bücher mitzunehmen oder so. So, dann nehmen wir. Ich nehme nochmal 5 davon. Und davon nehme ich auch mal 5. Also nochmal 5. Ich weiß nicht, wann sie die wieder ins Sortiment bekommt, sonst. Tja. 639 für die Kräuter. Krass. Ja gut, falschen wir. Okay. Ah, hier ist wieder Geralt. Da wurde ich im Kommentar zur letzten Folge darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Typ tatsächlich Geralt von Riva sein soll. Was mir im Spiel gar nicht so richtig aufgefallen ist, weil er sieht ein bisschen anders aus. Aber erstmal das große Schwert natürlich, dann die vielen Fiolen, die er hat. Und dann war es beim letzten Mal so, dass er eben auch erzählt hat, dass er ganz, ganz viele Tränke gesoffen hat und jetzt Nachschub braucht von Tränken, die nicht so viel negative Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Und das ist ja beim Witcher so, dass die Zaubertränke auch, wenn man zu viele davon nimmt, halt so einen negativen Effekt bei ihm haben. Also er kriegt eine Vergiftung davon. Finde ich es immer super, wenn Spiele sowas einbauen. Hallo nochmal, Alchemist. Die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes haben mich gebeten, mich um Ghule zu kümmern, die sie terrorisiert haben. Anscheinend haben sie ein Nest irgendwo in der Nähe des Dorfes. Um es zu zerstören, brauche ich eine Bombe oder zumindest etwas Brennbares. Hilfst du mir? Okay, Bombe wäre ihm also lieber. Wenn ich Geralt helfen kann, mache ich das natürlich immer sehr gerne. Explosion.
Davon könnte ich 2 machen. Und Feuertrank könnte ich 3 machen. Das ist jetzt kein Riesenunterschied. Explosion und Feuer wäre ihm natürlich dann wahrscheinlich am liebsten, aber das kriege ich, glaube ich, nicht so hin. Also mit den Dicht da nochmal hin. Von Feuer zur Explosion oder umgekehrt ist halt ein blöder Weg. Achso, kannst du selbst keine Tränke herstellen? Natürlich kann ich welche herstellen, aber es ist am besten, diese Angelegenheit einem Profi zu überlassen. Und es gibt absolut keine Zeit zu verlieren. Außerdem, wenn ich einen freien Moment habe, verbringe ich ihn lieber mit den Damen. Oder beim Würfelspiel. Ja, eindeutig, Geralt. So. Was? Zurück, toll. Perfekt, ja. Da muss man nochmal nach rechts. Hallo Alchemist! Heute werden die Stadtwachen ein paar Banditen auflauern. Ich brauche einen Explosionstrank. Ich werfe ihn, wenn der Abschaum am Lagerfeuer sitzt. Okay, ob das so die richtige Maßnahme für die Stadtwache ist, die eine Granate auf die Banditen zu werfen. Aber gut, ich habe zufällig noch einen. Geklickt. Aber so passt es. Hallo, ich brauche einen Schlaftrunk für meinen Mann. Er muss heute Nacht richtig tief schlafen. Ich möchte nicht, dass er meinen Liebhaber und mich dabei erwischt, wie wir mit all dem Geld und den Wertsachen auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Okay. Am Anfang dachte ich noch, okay, kann man ihr vielleicht gönnen, eine Nacht mit ihrem Liebhaber zu verbringen? Und dann kann man den Mann schlafen lassen. Aber wenn sie ihn dann berauben will, Sachen, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das würde ihn wirklich aufregen. Meinst du nicht auch? Ich soll mich um ein Monster kümmern, das nachts Reisende angreift. Es heißt, es sei unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich könnte einen Trank gebrauchen, der es mir erlaubt, auch Unsichtbares zu sehen. Ich hoffe, ich habe die Zutaten. Wir haben hier irgendwo die Klarsicht. Oh, einen kann ich noch. Mist. So, das war der letzte Kunde. Ja, dann reicht das auch. Gut. Ich leg mich hin und wir sehen uns dann wahrscheinlich übermorgen wieder. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.